Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fakt Oreo und unseren üblichen Sorgen. Ja, um die ich mich jetzt weiter kümmern darf, soll und wohl auch muss. So, als erstes machen wir hier mal wieder so ein bisschen Licht hin. Und als zweites machen wir das natürlich über die Drohnen. Denn wenn man schon die Drohnen haben, warum nutzen wir sie dann nicht auch? So, zack, zack. Wird es gleich ein bisschen heller hier. Sehr schön. Man muss ja nicht immer mal dunkel arbeiten. Es ist ja hier keine Schwarzarbeit, ne? Denn das ist ja dann, wenn man beim Nacht arbeitet. Was? So. Ich überlege gerade. Zack, zack. Zack. So. Haha. So, ich hol. Da, 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 da. So, die Chips laufen etwas optimaler, wenn auch immer noch nicht sehr. Und irgendwie erinnere ich mich, dass ich in der letzten Folge, die für mich jetzt auch noch nicht so lange her ist, gesagt habe, dass wir da großflächig... Wo greift er denn jetzt schon wieder ein Dach da oben? Hey, mein Panzer ist... Ich traue euch nicht. Ich traue diesen kleinen Willis überhaupt nicht, diesen beißerischen... Was wollten wir machen? Was wollten wir tun? Wir müssen dafür sorgen, dass die Ölanlage hier... Ach du Schande. Ich habe doch jetzt schon keine Lust. Und ich bin echt am Überlegen gerade, ob ich doch noch diese Upgrade-Bot mit reinmache. Alleine, um hier diese Sachen hier mal loszuwerden und sie nicht völlig verschwendet zu haben. Moment, das könnten wir ja mal unsere live und fly machen. Das ist wie gesagt keine weltbewegende, groß ändernde Mod. Sie sorgt eigentlich nur dafür, der Desktop. Wir können es ja mal für eine Folge ausprobieren. Und dann könnt ihr ja sagen, was ihr davon haltet. Und dann benutze ich es einfach nicht weiter. Mal kurz überlegen, wo haben wir sie denn? Wie hieß sie denn? Das ist jetzt die bessere Frage. Inserter. Ja, die wären natürlich auch super geil. Aber ich will halt... Was mich einfach stört, ist im Endeffekt Electric Furnace, FNEI. Benutze ich eigentlich auch viel zu selten, weil ich immer wieder die vergesse, wie die Tastenkombination ist, weil es gibt ja auch so ein NEI hierfür, Vanilla Loaders, die wären natürlich auch schön, vor allem es ist halt ein Vanilla Loader, der ist recht teuer, macht aber genau das, was wir wollen, aber das wäre ja dann schon wieder zu weit, das wäre ja was Neues. Das wäre dann für mich schon wieder zu weit vom Vanilla weg. Quarry Single Splitter, Solar, das ist neu reinzukommen. Windturbinen sind sehr geil. Quarry, Lions Attacker, no Handcrafting, Item, Item Upgrades müsste es sein. Lups, packen wir sie doch mal hier mit rein und sagen dann mal kurz, wir haben jetzt noch nichts groß gemacht, ja doch, wir machen nochmal kurz Speichern. Und speichern vorsichtshalber auch nochmal hier über Testwelt. Oder wir machen einfach mal ein Backup. Das wäre vielleicht auch mal sinnvoll, ein Backup zu haben. Man weiß ja nie. So, zack. Und sagen wir mal kurz beenden. Gehen in Mods rein. Das Problem ist, er hat sie jetzt hier noch nicht drin. Und das heißt, ich muss jetzt mal ganz kurz das Spielchen neu starten. Oder wartet mal, wenn ich jetzt hier einfach sage... machen wir mal, tickt er wie alles, mach wieder an. Ah, verdammt, da merkt er, dass da was nicht ganz stimmt. Egal, wir sehen uns gleich wieder. So, sind wir schon wieder? Es lädt, wir sind drinne. In Crafting, Item Upgrades, da ist es. Add Upgrade Recipes for many items. Naja, es geht so. Primär, wie ich das, wie gesagt, ihr könnt ja sagen, was er davon haltet. Wahrscheinlich kommt er, nee, pfui, bella, tu das nicht. Aber wir tun es jetzt mal. Holen sie mal rein. Und der Punkt, ach ja, wir müssen es auch erst noch erforschen. Wenn ich mich nicht ganz vertue, oder? Bei irgendwie war mir so, dass ich da auch noch irgendwas für erforschen müsste. Jetzt gerade irritierte bin, weil das ist in Ordnung, das Eisenkiste aus Holzkiste ist in Ordnung. Hier fehlt was, nämlich die da. Kleiner Strommast. Oder ist das jetzt, das kann jetzt natürlich auch sein, weil ich das nicht von Anfang an drin hatte.
dass da jetzt durch die Erforschung, oder dann wäre die Mods schon hinfällig, dann wäre interessant, dass es so intelligent ist, und intelligent, wie man es auch mal sehen möchte. Wo ist denn hier Stromnetz, Stromnetz, Strom, 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 da. Großer, da mittlerer, das ist noch alles normal. Stromnetz 2 ist auch alles normal. Aber ich bin gerade irritiert. Wie gesagt, eigentlich müsste da jetzt nämlich ein Rezept sein, mit dem ich die Dinger upgraden kann. Und es ist nicht da. Gnarf. Ja, ja, wir gehen mal kurz raus. Da kann ich nachträglich hier Mods mit dem Spielstand synchronisieren. Das könnte es vielleicht mal. Wir machen es mal mit der Backup-Welt. So, ah. Ah. Robots. Item-Upgrades aktiviert lassen. Bestätigt. Was steht hier drin, wenn ich da jetzt drauf gehe? Da wird das, könnte das dran liegen. Das heißt, es ist echt nicht nachträglich komplett kompatibel. Die Mod zumindest anscheinend nicht. Das wäre echt schade. Also drin ist, aber wie gesagt, es fehlt genau das, wofür ich sie haben wollte. Nämlich, damit ich die Dinger hier mal wegkriege, die kleinen Strommasten. Und aus denen mal die großen mache. Das ist das, was ich jetzt schade finde, weil es war auch nicht billiger. Also man spart jetzt weder Kupfer noch groß ein, noch irgendwie, ne? Es ist einfach nur, dass man die Dinger upgraden kann. Ja, okay, damit fliegt sie wieder raus und hat sich die Sache auch schon erledigt. Da unten kommt ein kleiner Angriff. Jo. Aber es war mal so ein kleiner Testausflug. Kein Crafting Item Upgrades. Tja, will leider nichts funktionieren, so wie ich es möchte. Da können wir auch die Mods... Joa, Digga, deaktivieren wir es einfach mal. Es geht schon. So, zack, das heißt, das Spielchen lädt jetzt mal kurz neu. Na, eigentlich sollte das schon wieder sehen. Immer noch schwarzer Bildschirm. Ah, jetzt hat's. Naja, da haben wir mal ein bisschen mit Mods geguckt. Wie gesagt, interessanter ist es dann bei den größeren Sachen, was da alles an Mods drin ist. Aber das hätte ich jetzt halt als lustig empfunden, die mit drin zu haben. Interessant, dass das mit dem nachträglich synchronisieren nicht so wirklich geklappt hat. Vielleicht, wenn ich es nochmal drüben nochmal gespeichert hätte. Aber das hatte ich ja eigentlich. Schade. Dann bleibt es halt so und wir müssen alle Strommasten wegschmeißen. Ich muss nämlich sowieso mal mein Inventar etwas aufräumen. Das ist so Klumpatsch inzwischen. Das ist die wahre Pracht. So, wo wir gerade von wahrer Pracht sprechen, wir müssen hier leider komplett weiter umbauen. Eine Eisenproduktion könnte man hier vielleicht hinhauen. Was jetzt natürlich etwas störend ist, sind das hier oben das Muster nicht gültig ist. So. Ah, zumindest verbindet es darüber. Achso, weil hier noch die alten drin sind. Alles klar. Und da bleiben sie auch. Da will ich sie jetzt nicht auch noch rausreißen. Das juckte mich nicht so sonderlich. So, überhaupt mal gucken. Wie viel haben wir denn inzwischen von Hand gesetzt? Und wie viel mit unseren kleinen Robotern? Die 100 Kampfroboter werden wir vielleicht dann auch noch mal haben. Und außerdem die Giga-Joule wäre echt ein Ziel, was ich hier in diesem Vanilla... Also das meiste würde ich ganz gerne hier vanillig hinkriegen. Wo war es dann? Da. 21.000. Ja, ich glaube, in diesem Spielstand werde ich das da nicht mehr hinkriegen. Weil ich einfach die Baudrohnen sehr spät erst hatte. Ist dann auch ein Vorteil, wenn man das durch so eine kleine Mutter verfrüht hat. So, wir brauchen das. Das hier wird dann irgendwie neu wo aufgebaut. Das könnte man da oben, wie gesagt, schön hinstellen. Dass das, wie gesagt, hier hinkommt. Das Eisen gibt Reserven hoch. So viel Stahl brauchen wir ja eigentlich für das Ding dann auch nicht. Ja gut, doch, wenn er gut arbeitet.
Ja, dann machen wir mal weiter mit den Umbaumaßnahmen. Haben wir solche Öfen vielleicht noch hier auf Tasche? Einen! Na gut. Und ich weiß immer noch nicht, ob es mitzählt, wenn die Bauroboter das da machen. Nein, bringt es doch... Da ist eine Lagerkiste, ihr Vollspacken! Genau hier! Ist doch nicht wahr. Ich bin da mal so frei und helfe mit. Punkto Lagerkiste. So, weg mit dem Klumpatsch, den brauchen wir nicht mehr. Die brauchen wir theoretisch auch nicht, die müsste ich echt mal upgraden. Das, wie gesagt, nach und nach werde ich nur noch die roten und wahrscheinlich die blauen einsetzen. So. Nein, die Eisenkiste. So. Die will ich natürlich auch am Mann behalten. Und ganz wichtig eigentlich, will ich das am Mann haben. Weil ich da schon festgestellt habe, das kriegen die Jungs nicht so 100 pro gesetzt. Da machen die doch mal ganz gerne Unsinn bei. So, dann mal her damit. Das da wollt ihr ja und sollt ihr ja noch abreißen. So, das Kupfer hier geht hier runter. Das wird dann wahrscheinlich, das werden wir dann umlegen nach oben. Nein, das war ein Strommast. Den wollte ich nicht haben. Den wollte ich nicht haben. So, den baut mal wieder hin. Dankeschön, Jungs. Das heißt, das haben wir schon mal. Die grünen Chipsies können wir hier nochmal belassen. Das lassen wir auch mal kurz dort. Wir machen hier einfach mal, heben hier mal auf, dass er die mal wegbaut. Nach Möglichkeit. So, das heißt, wir machen jetzt hier oben zwei Stahl. Und theoretisch Solar. Da haben wir sie, Solarpanels. Stahl, Kupferplatten und Stahl, Schaltkreise. Das heißt, wenn wir... Ihr seid leider nicht schnell genug, das wissen wir, ja? Ich habe nämlich gerade überlegt, ob es reicht, wenn ich die zwei nur habe. Kupferplatten müssen wir hier auch noch irgendwo hochkriegen. Etwas weiter hier vorne. Erstmal da, wo man so... Zack, zack. Erstmal das da machen. Ja, das... Ab dem Punkt hier werden wir es mal ausräubern. Leider machen wir das jetzt wieder von Hand. Weil die Dinge upgraden können sie ja leider auch noch nicht. Aber so sind die schon mal das, was sie sein sollen. Der Rest muss das wahrscheinlich auch noch. Uiuiuiui, so. Ab da könnt ihr dann loslegen. Nope. Du brauchst die langen. Das heißt, der kann weg. Der kann erstmal weg. Der sowieso. Ach ja, hier werden wir es nochmal bei dem belassen. Wahrscheinlich aber auch dann gleich nicht mehr. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, jetzt erstmal hier. Zack, zack, dass ihr euer Eisen bekommt. Denn das ist, glaube ich, zu langsam, das Ding. Also zwei waren, glaube ich, definitiv zu lahm. Oh, shit. Ah, das Problem ist, es ist nicht symmetrisch. Und dafür bräuchte ich jetzt diese anderen Inserter, außer ich mache es so. Und sage dann hier... sage dann erstmal, hier müssen wir produzieren. Wir brauchen ein paar... von denen da. Ein paar von denen. Lalalalalala. So. Das heißt, da machen wir das. Und du sollst dann ja unsere Solarpaneele machen. Ich kann überlegen, ob ich es da genauso mache wie da unten. Spare ich hier oben so ein bisschen Platz wieder.
Sprich, dass ich da den hinsetze. Soweit brauchen wir noch nicht. Dann können wir das sogar noch erweitern, wenn es nötig wird. So, das heißt, das Kupfer hat da jetzt auch drin. Die Dinger können wir auch gleich mal upgraden. Weg sind sie. So, das auch mal kurz hoch. Können wir gleich mal ein bisschen Solar bauen, wenn wir schon mal dabei sind. Hey! Wir haben unser neuestes Forschungsmodul, Stufe 3. Yeah, das machen wir gleich mal mit den nächsten hier. Das haben wir. Da. Kiste. Und zwar eine Anbieterkiste. Und da kann er dann die ganzen Solarpanels, ich würde mal sagen, 100 soll er mal herstellen. Ja, wie viel soll er denn mal herstellen? Das ist mal eine gute Frage. 500? Oh, na toll, du bist die... Willst du mich jetzt verarschen? Du bist echt nicht im Logistiknetzwerk? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, na super, jetzt müssen wir da noch irgendwo ein Logistiknetzwerk zwischenklatschen. Junge, 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 Junge. Vor allem, hier inzwischen. Ich hoffe, das passt da genau hin und ist auch richtig an der Stelle. Ich bin mir auch noch nicht sicher. So, dir fehlt ja noch was, nämlich die grünen Schaltkreise. So, das wird dann ja auch besser. Theoretisch kommen sie so an. Theoretisch zumindest. So, jetzt überlege ich gerade, wie machen wir das denn hier wieder? Ja, dann bleibt sie auf einer Spur erstmal. Hier müssen wir hoch. Guck mal, das Ding jetzt. Kriegt ihr das eigentlich? Nein, das ist nämlich genau der Punkt. Deswegen, ich sage, die sind ein bisschen dusselig, wenn es um die Dinger geht. Wenn man das nämlich so macht. So. Genau. Bis dahin können wir mal gehen. Nee, bis dahin können wir gar nicht gehen. Das ist nämlich scheiße. Wir müssen hier nämlich so ein bisschen auch aufpassen, dass wir dann hinterher die Jungs hier hinsetzen können. Falsch rum. Das passt zum Glück. Das passt zum Glück auch. Das auch. Man merkt, ich bin noch etwas ruhiger, weil konzentriert. So. Hä? Achso, da fehlt noch einer. So. So, dann sind die Dinger auch da. Wo sie hin sollen. Und die Dinger kriegen Strom. Jetzt müssen wir mit dem Logistiknetzwerk wieder gucken. Okay. Das könnte man umbauen. Das könnte man doch umbauen. So. Na komm, gib mal her den Lachs. So. Verbindung unterbrochen. Es fehlt nur noch Säft. Und ganz ehrlich, da... Ach, ja, jetzt alle weggeworfen. Dann säften wir mal. So. Alles beim Muster, alles beim Platz. So.
Hau ran, das Logistiknetzwerk. Juhu! Funktioniert also. Die Frage ist, ihr scheint zu zweit auf jeden Fall schnell genug zu sein für einen. Das ist gut zu wissen. Das heißt, man könnte theoretisch noch einen bauen, aber tatsächlich noch einen brauchen wir nicht. Das wäre dann auch endgültig overpowered. So, 50 nehmen wir mal mit. Wir haben so viel. Wir wollten irgendwas mit dem Panzer machen, wenn ich mir angucke, was ich hier alles an Munition dabei habe. Ah, das ist auch noch eine Mod, die ich jetzt gefunden habe, dass man solche Schilde in einem Panzer, also im Fahrzeug verpassen kann. Da freue ich mich auch schon drauf, die in dem Modpack noch auszuprobieren. Wie gesagt, da sind auch so ein, zwei Mods hinzugekommen, die ich noch testen muss. So, jetzt müssten wir nur noch das hier umbasteln. Aber er ist ja auch fast fertig. So, gib ihm mal. Wir machen kurz mal Solar da oben. Jetzt kann er da unten den Rest verbrauchen. Ach, es brutzelt hier oben so schön. Ich mag es. Zack, zack. So. Ich hoffe, das passt. Das müssen wir jetzt mal gucken. Eins, zwei. Ah, die Schienen passen wirklich wegen einem nicht. Okay. Das, was wir machen, wir kurz mal. So. So. Hier kurz ums Solarpanel herum. Ich glaube, das hatte ich damals nicht gemacht, weil ich da keinen Bogen reinmachen wollte. Oder beziehungsweise irgendwas. Deswegen hatte ich hier drüber angefangen. Aber ich finde, das sieht doch dann etwas schnuffeliger aus, wenn es hier vernünftig anstößt. Hauptsache, ihr findet da keinen Anstoß dran. Ohoho. So, Gott, die werden immer auch schlechter. Upsala. So. Brutzelt, meine Freunde, danach. Brutzelt. Dass wir ganz viel schöne, saubere Solarenergie haben werden. Alles fürs Achievement. Halt Achievement-Hure. Yes. Und außerdem kriegen wir da so wieder ein bisschen was. Halt. Unseren kleinen Baurobotern zu Stände. Und zack. Eilo! Wie viel machen wir eigentlich inzwischen über Solar? Das wird immer interessant. Finden wir schon mal mehr über unsere alten Anlagen. Und das Schöne ist, die alten Anlagen fahren dann runter. Das finde ich. Oh, da kommst du doch noch mal so kurz hoch. Das sind dann die alten kohlefressenden Dinge, halt unsere Notstromaggregate, wenn man so möchte. Und wir machen hier so schön mit Solar weiter. Das ist toll. So. Wir werden wieder angegriffen, juhu. Wo der Frotte sich jetzt auch noch. Ja, irgendwas muss ja mal passieren, ne? Wie gesagt, so nervig die kleinen Scheißer doch sind auf Dauer. Vor allem, wenn man mit der Verteidigung etwas hinterherhinkt. Man kriegt es irgendwie ja doch in den Griff und trotzdem würde ich halt die Ausbreitung deaktivieren, weil das ist, wie gesagt, das Einzige, was wirklich nervt. Auf Dauer, weil man vor allem andererseits ist es dann halt auch herausfordernder. Man muss das gucken. Man muss da gucken, wie man das am besten macht. Hey, ich habe keine Solarpaneele mehr. Wie viel brauchen wir noch? 1, 2, 14. 14 Stück müsste es sein. Wo da hinten?
Joa. Zack, zack, 14 Stück. Auf Mann. Und Tasch. Die restlichen können wir hier jetzt noch reintun. Die werden uns sowieso gleich das Inventar zu klumpen. Was war das? Egal. Batterien haben wir noch genug. Zack, das schalten wir mal ab. Was dir jetzt fehlt, ist Eisenplatten. Ich will ja, dass er noch so ein bisschen verbraucht. Wenn ich die Batterie nicht mitnehmen müsste, wäre ich nicht böse drum. Sagen wir es mal so. Das heißt, wir holen jetzt da oben noch kurz das hin. Dann haben wir schon mal das umgebaut. Ja, gehört leider dazu. Gehört zu diesem Spiel sehr wohl und viel dazu. Wenn man halt Sachen noch nicht halbwegs gut weiß. Dass ich hier so viel mit Solar mache, gefällt mir aber persönlich auch. Ob wir das wohl hinkriegen werden, die 10 Gigajoule? Ich weiß es noch nicht. Theoretisch, wenn die Anlage da permanent durchläuft und wir immer wieder Solar setzen, müsste es doch gehen. Kommt ja mal eine kleine. So. Weil dann machen wir hier noch so weiter. Das hier wird dann einfach auch nochmal so ein bisschen umgelegt. Und dann haben wir hier oben ja noch eine große Fläche, die wir umbauen können. Was aber vielleicht beim nächsten Mal schon einmal in Angriff nehmen könnten. Das Problem ist, dafür brauchen wir hier oben verdammt nochmal Schwefelsäure. Das ist auch nämlich pissig. Wasser hätten wir hier, aber keine. Warum Schwefelsäure? Kurz für die Erklärung. Ihr kennt ja unsere, na, ihr habt es eben schon gesehen, falls ihr es noch nicht wisst, die unsere Förderer. Sobald wir damit hier etwas strahlendere Sachen abbauen wollen, brauchen wir zur Förderung Schwefelsäure. Um es aus dem Gestein herauszulösen. Und das ist halt nicht ganz so easy, die hier hochzukriegen. Gut, die legen jetzt nach. Dafür 1,1 Gigajoule machen unsere Akkus. Geilo. Nochmal gucken, wie viel war das mit Solar? Weil das ist immer noch so der Punkt, was ich gerne wissen will. Ah, Hilfe. Jetzt kommt noch das Modul dazwischen. Nehmen wir doch mal das nächste Modul hiervon. So, zack. Weil ich bin immer noch rein mit Solar. 10 Gigajoule. Naja, pro Stunde. In der Stunde. Stunde produzieren wir mit den Solardingern momentan nicht allzu viel. Auf 10 Stunden. Das sind halt ein paar Megawatt, ja. Da unten sogar noch weniger. Über alles gesehen. So, also in der Stunde 9 Megawatt. Ist auch gerade mitten in der Nacht. Na, gucken. Wäre auf jeden Fall ein nices Ziel, wenn das geht. Außerdem sieht das mega schön aus, wenn das da so brutzelt in der Nacht. Ich finde das echt toll. Gut, in dem Sinne sagen wir jetzt mal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Folge ist noch nicht zu kurz geraten, dass das alles so geklappt hat, aber es sollte. Und in dem Sinne bis zur nächsten Folge, wenn wir fröhlich weiter ab- und umbauen und dann vielleicht doch mal alles, wenn wir schon mal hier oben sind, in unseren Panzerladen, den Panzer vielleicht einfach mal in die Mitte holen, dass wir nicht mal so weit rennen müssen. Wir bräuchten hier so eine kleine Panzerfahrbahn. In dem Sinne, bis dahin, tschüss!